Moin ihr Lieben da draußen, heute habe ich hier einen De'Longhi Dynamica und diese Maschine hat folgendes Problem: Wenn ich sie einschalte, sagt sie sofort Piep allgemeine Störung und macht gar nichts. Ich kann hier am Ein- und Ausschalter drücken, völlig egal, interessiert die nicht, sie macht nichts. Egal ob die Schale drin ist, egal ob der Wassertank drin ist, irgendein übergeordneter Fehler, der den Selbsttest verhindert bzw. beim Selbsttest detektiert wird. Und die Brühgruppe wird gar nicht angesteuert, die steht irgendwo oben in irgendeiner willkürlichen Position gerade. Ja, die Maschine macht gar nichts. Na, ich habe gesagt, gut, machen wir mal Fehlersuche. Im Internet habe ich ein bisschen recherchiert, habe nichts gefunden zu dem Thema, außer irgendein Reset der Maschine. Ja, aber was soll ich resetten, wenn der Fehler noch da ist? Die Maschine macht ja einen Selbsttest, also sollte sie den Fehler dann auch selber quittieren, wenn er weg ist. Also Rückwand auf, hier sind 5 Schrauben mittlerweile mit Torx und so einem Sicherheitspin in der Mitte. War früher mal was Spezielles, heutzutage kriegt man es auch an jeder Ecke, deswegen verstehe ich nicht, warum sie sich die Mühe machen. Dann die beiden Seitenwellen nach hinten rausziehen, so, dann haben wir hier schon die ganze Technik. Hier unten ist eine Heizung, kann man durchmessen, da sind die Kontakte, die war in Ordnung. Den Brühgruppenmotor, ein Störfilter habe ich oben durchgemessen, ist auch in Ordnung. Brühgruppenmotor selbst ist auch in Ordnung, kann man hier unten auch an dem Zahnriemen drehen, das funktioniert, ist alles freigängig, das ist nicht das Problem. Aber man hört auch, dass gar nicht angesteuert wird, die Brühgruppe. So, dann haben wir hier noch eine Heizung, da sind hier die Übertemperaturfühler dran, man kann den Widerstandswert der Heizung messen, war auch in Ordnung und dann kam hier der Übeltäter, der Temperaturfühler an die Reihe. Dieser Temperaturfühler geht hier einmal mit dem Kabel außen rum auf die andere Seite, kommt hier zur Hauptplatine, geht hier auf den untersten Stecker. Den kann man rausziehen, indem man die Platine gegenhält und einfach am Kabel zieht. Geht ein bisschen schwer. Rausziehen, durchmessen, Multimeter, kann man aber auch hier hinten rein mit dem Multimeter. Ich habe es aber nicht gemacht, wenn er angesteckt ist auf der Platine. Der ist defekt. Kein messbarer Widerstand. So, dann habe ich hier hinten einen 3,3 Kilo-Ohm Widerstand in die Pins gesteckt, um einen Widerstand zu simulieren. Habe die Maschine eingeschaltet und die Maschine fuhr ganz normal hoch und alles war gut. Schnell wieder ausgeschaltet, weil sie jetzt ja nicht weiß, wie warm die Heizung wird. Und bevor da irgendetwas durchbrennt und so weiter und so fort, gleich wieder ausschalten. War nur ein reiner Funktionstest. Anschalten, ob die allgemeine Störung weg ist. War weg, sofort wieder ausschalten. Den Widerstand hier wieder rausgezogen. Und dann war klar, der Fühler ist das Problem. So, dann diesen Fühler kriegt man für rund 10 Euro im Internet. Muss man aber aufpassen, dass man den richtigen bestellt, passend zu der Maschinennummer, die an der Unterseite der Maschine steht. Ja, und der ist auch sehr lang hier vom Kabel, der geht einmal rum. Naja, und den macht man dann hier unter dieses Blech, Schraube los, Wärmeleitpaste dran oder die alte Wärmeleitpaste wiederverwenden, wenn noch genug da ist. Dann baut man das Ganze wieder zusammen und hat wieder eine wunderschöne funktionierende Maschine und kann wieder seinen Kaffee genießen. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen und der ein oder andere, der dasselbe Problem hat, wird somit wahrscheinlich weiterkommen. Bis bald mal wieder.